Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Das Finale der Hallenmeisterschaft 2022 steht an. Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Ich hoffe, dieses kleine Projekt hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal alles Gute. Viel Spaß beim Zuschauen des Finals. Es ist in voller Länge zu sehen und ich würde sagen, es geht los. Wir wären dann soweit, Finale der Hallenmeisterschaften 2022. Werder Bremen fordert Gladbach heraus. Vor 2 Jahren hatte sich Gladbach den Titel sichern können. Vorher und nachher jeweils Dortmund einmal der Gewinner. Wird sich Werder Bremen hier neu eintragen können in die Liste der Sieger der Bundesliga Hallenmeisterschaften? 2x3 Minuten, eventuell dann plus 2 Minuten Nachspielzeit oder Verlängerung. Mit der Möglichkeit zum Golden Goal. Aber hier ist es, wow, 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 was ist hier los? Was für eine Anfangsphase von Werder Bremen. Der Ball will nicht rein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. 20 Sekunden und Werder Bremen muss hier eigentlich führen. Was für Chancen das waren. Teilweise kläglich vergeben, teilweise richtig gut gehalten. Aber ein bisschen Pech ist auch immer dabei. Werder Bremen hatte hier auf jeden Fall die beste Möglichkeit zu Beginn dieses Spiels. Und Borussia Mönchengladbach muss sich vielleicht erstmal schütteln, aber kommt dann auch mit so einem Hammer um die Ecke. Guter Beginn hier in diesem Finale, kann man auf jeden Fall nicht sagen. Und es ist nicht einseitig, es ist ausgeglichen. Agu mit der Chance, diesmal Sommer wieder gefordert. Es ist, ja, es steht einiges auf dem Spiel. Es geht zur Sache von beiden Seiten aus. Gladbach vielleicht die favorisierte Mannschaft, aber Werder Bremen spielt auch ein überragendes Turnier. Darf man nichts vergessen. Noch ohne eine Niederlage. Das ist eine Ansage. Gladbach allerdings auch. Das ist ebenfalls eine Ansage. Felix Agu sucht Füllkrug, der da ganz weit hinten zu finden ist. Duxch. Ja, wo ist die Lücke? Werder ohne Absicherung. Pavlenka gibt da den letzten Mann. Ist nicht frei von Risiko, diese Variante. Und jetzt könnten sie mal umschalten, aber das dauert auch ein wenig. Werder zog sich bereits zurück. Jetzt vielleicht mit Jonas Hofmann und Weigel. Thüram im Nachschuss. 1-0 für Gladbach. Holen sie hier ihren zweiten Titel. Da ist viel Pech dabei bei Pavlenka. Die kalte Dusche für Werder Bremen. 60 Sekunden, aber im ersten Durchgang auch noch zu spielen. Und sie hatten ihre Chancen, vor allem diese Anfangsphase. Die war grandios. Und jetzt momentan kein Vorbeikommen an Sommer. Was ihm draußen auf dem Feld manchmal noch zum Verhängnis wird. Die großen Tore, er ist eben nicht der Größte. In der Halle kann er mit seinen Reaktionen auf jeden Fall seine Qualitäten noch mehr ausspielen. Das sieht man hier sofort. Aber eigentlich hätte Werder hier auf jeden Fall schon ein Tor machen müssen. Mindestens eins wieder Sommer. Werder Bremen schafft es einfach nicht, das Tor zu erzielen. Und Pavlenka wird hier auch mal wieder geprüft. 15 Sekunden noch zu spielen, dann ist erstmal Pause. Schafft Gladbach noch den zweiten Treffer? Nein, Pavlenka hat den Ball in der Hand. Noch 5 Sekunden. Schneller Abschluss muss her. Pieper. Nein, das wird nichts mit dem schnellen Abschluss. Pause. Es steht 1-0 für Gladbach. Noch 3 Minuten trennen die Gladbacher vom zweiten Titel in den Hallenmeisterschaften. Aber Werder Bremen ist noch lange nicht geschlagen, da bin ich mir sicher, was die für Chancen teilweise vergeben haben, den müssen sie nur noch über die Linie bringen, den Ball. Und dann ist hier zumindest mal die Verlängerung drin. Ein Tor trennt sie momentan nur davon. Aber irgendwann müssen sie Risiko gehen und Gladbach durchaus eine Mannschaft, die das ausnutzen kann. Thüram. Doch Pavlenkas Fuß verhindert das 0-2. Aber klar ist auch, Werder Bremen muss jetzt gar nicht zu früh drauf gehen. Es reicht ja auch 10 Sekunden vor dem Ende ein vernünftiger Angriff. Aber bis dahin könnte es eben auch schon eventuell entschieden sein. Gladbach schafft es aber momentan auch nicht mehr,
wirkliche Gefahr zu erzeugen. Jetzt mit Agu. Werder Bremen ist aber von Jan Sommer erstmal geschockt, was der hier alles hält. Die ersten 60 Sekunden sind auch schon wieder vorüber. Gladbach ist auf einem sehr guten Weg. Jetzt aber der Ballverlust von Weigel. Felix Agu haben wir schon ein paar Mal gesehen, diese Lupfer-Variation. Aber das klappt eben auch nicht immer. Jetzt wieder Gladbach, Benzebaini. Benzebaini, nein, Pieper dazwischen, Pavlenka. Die Chancen sind da. Pieper, oh, schieß doch, Junge, schieß doch, möchte man ihm zurufen. Pieper, Füllkrug. Ballverlust, Hofmann, querschieben und reinmachen. Nein, Latte. Pavlenka sogar noch dran, deswegen Ballbesitz Gladbach. Gladbach macht es gut. Nicht perfekt, noch lange nicht perfekt. Und Pavlenka hat da Nerven, lässt den Ball erst an den Pfosten tropfen, dann kommt er wieder. Er kann ihn aufnehmen. Und es bleiben noch ab jetzt genau 60 Sekunden Zeit für Werder, ein Tor zu erzielen, zumindest in die Verlängerung zu kommen. Aber wir haben auch schon gesehen, Frankfurt hatte gegen Leverkusen nur 20 Sekunden gebraucht, um ein 1-0 in ein 2-1 zu wandeln. Es ist also noch nichts entschieden, aber langsam muss der Ball eben mal nach vorne getragen werden. Benzebaini sieht Hofmann. Macht er die Entscheidung? Nein, das ist kläglich, das ist miserabel, das ist schwach. Das kennen wir von Hofmann deutlich besser. Noch 30 Sekunden. Werder Bremen braucht den Ausgleich. Werder, kommen Sie nochmal. Füllkrug. Pieper. Ah, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht auf diesem kleinen Feld, wenn da vier People stehen und dann nochmal ein Torwart hinten drin. Weigel. Pavlenka hält. Noch 15 Sekunden. Ein Ballgewinn. Ein Umschaltmoment. Ein Tor. Werder Bremen braucht es. Werder Bremen sucht es. Füllkrug. Das ist es vielleicht. Duxch. Pieper. Nein. Verschenkt diese Chance und dann ist es vorbei. Es ist vorbei. Bremen wird Zweiter und Gladbach gewinnt zum zweiten Mal die Hallenmeisterschaft. Ja, es gibt leider keine große Zeremonie hier, denn es ist eigentlich nur ein Freundschaftsturnier, aber Gladbach gewinnt in 4 Jahren zweimal Dortmund, zweimal Gladbach. Sollte es das nächstes Jahr nochmal geben, mal schauen, ob es dann mal ein anderes Team wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich. Ich hoffe, diese Reihe hat euch gefallen. War nicht lang, war nicht ausführlich, aber trotzdem hoffentlich vielleicht kurzweilig. Bis zum nächsten Mal. Guten Rutsch ins neue Jahr. Haut rein und adios.